So, herzlich willkommen zu diesem Video und heute gibt es eine kleine Überraschung und zwar eine Neuauflage eines Videos, was wir zusammen schon mal vor 2,5 Jahren gemacht haben und zwar mit der Nadja. Herzlich willkommen. Hallo. Und wir dachten, wir geben der Welt da draußen mal so einen kleinen Einblick in das aufregende und inzwischen sehr leichte Leben der Nadja Neumann, das sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Und ich wollte Nadja mal ein bisschen die Gelegenheit geben, ein bisschen über ihre Geschichte zu erzählen, über ihren Hund. Ja, weil sie kam ja damals auch zu mir, zu uns, mit ihrem Cousin, der damals totgesagt war und nicht mehr lange zu leben hatte und seinen dritten Geburtstag nicht mehr erleben sollte. Und heute ist er 6, ne? Ja. Genau, insofern spannende Geschichte. Ich würde, also Nadja kann man jetzt ewig interviewen. Nadja, erzähl mal kurz, kam es damals zu uns, warst maximal verzweifelt als Teilnehmerin und bist dann geblieben, ist heute Mitarbeiterin im Team. Was hat sich in deinem Leben so alles getan in den letzten 2, 3 Jahren? Alles. Also ich werde nicht vergessen, wie ich das erste Mal bei dir im Live-Call saß und gesagt habe, ich will mein Leben zurück. Und ich will heute mein altes Leben gar nicht zurück. Ich bin heute unfassbar dankbar. Mein Hund ist ja komplett kerngesund geworden. Und das ist ja auch, die Geschichte ist ja im ersten Interview. Ich denke, wir verlinken das hier drunter. Naja, das kann ich hier oben, mache ich da so eine Verlinkung rein. Ja, mega, weil letztlich er ist kerngesund geworden. Du hast schon gesagt, er sollte sein drittes Lebensjahr nicht erreichen, hat die Klinik damals gesagt. Und sie hatten auch nicht Unrecht, es war auch gar nicht böse von ihnen, sondern hätte ich genauso weitergemacht, mit sämtlichen Medikamenten, Symptome unterdrückt und dagegen angekämpft, hätte er auch sein drittes Lebensjahr nicht mehr erreicht. Und ja, der entscheidende Punkt war, ja, aufzuhören zu kämpfen, in der Akademie für Hundegesundheit zu lernen, zu verstehen und letztlich seine Gesundheit aufzubauen, und das maximal erfolgreich, denn ich war seit 3 Jahren bei keinem einzigen Tierarzt. Er hat kein einziges Symptom mehr, also da kommt auch nichts wieder, und das bis heute nachhaltig. Ist ein kerngesunder Hund, und das hätte ich nie für möglich gehalten. Genau, fangen wir da gleich mal an. Also, viele Hundehalter halten es gar nicht für möglich, dass ihr Hund überhaupt symptomfrei sein kann. Nadja übrigens auch nicht. Es geht auch nicht von heute auf morgen, aber es geht. Und zweitens, Thema Nachhaltigkeit, weil ja manchmal noch so Fragen kommen, Einwände, ja, eine gute Spitze, aber wie lange hält denn das, was die da machen? Es hält jetzt schon mal in 3 Jahre und du warst seit 3 Jahren bei keinem Tierarzt. Und vorher warst Exakt. du keine 3 Tage nicht beim Tierarzt, richtig? Das stimmt. Ich war zweimal die Woche am Ende locker in der Klinik. Und ja, seit 3 Jahren bei keinem einzigen. Und das ändert sich auch nicht. Also, wenn alles das, was man lernt, wenn man das nicht, also wenn man da nicht wirklich komplett einpennt, dann bleibt das ein Hundeleben lang, weil er kann das gesamte Hundeleben komplett, lernt man das zu halten, was wir erreichen. Und dann bleibt es fürs Hundeleben und er darf gesund altern. Und genau das ist das Ziel. Und das bringt halt eine maximale Leichtigkeit mit sich. Wenn ich überlege, wie vorher auch meine Lebensqualität gelitten hat darunter, dass Cruiser krank war, dass ich ständig in der Klinik war, mein gesamtes Geld dorthin geflossen ist, einfach in die Krankheiten. Und da hast du mal einen entscheidenden Satz zu mir gesagt: Du kannst einmal in Gesundheit investieren oder ein Leben lang in Krankheiten zahlen. Und das ist genau das letztlich, was wir einmal entscheiden dürfen. Da haben wir immer die Wahl. Und Ja. aus meiner Geschichte, auch mit meiner vorherigen Hündin, ist klar, ich kannte das. Und da bin ich heil, also wirklich heilfroh, dass ich heute einen gesunden Hund habe und nur noch seine Gesundheit halten brauche. Würde auch jedem wirklich mal raten, so Nadja mal so ins Gesicht zu gucken und ihre Gesichtszüge, also aus dem letzten Video, weil aus dem letzten Video sieht man immer, sie hat es gerade hinter sich und ist aber immer noch so gezeichnet, sage ich mal, von all dem Kampf, wie du es nennst. Und heute sind halt 2,5 Jahre Leichtigkeit später. Das möchte ich eigentlich ein bisschen thematisieren. Ist sie ja damals vom Teilnehmer heute zum nicht mehr wegzudenkenden Mitglied bei mir im Team geworden und lebt heute quasi ihren Traum? Das heißt, dass sie anderen Hundehaltern, die in genau der Situation sind, in der sie damals vor 3, 4 Jahren war, dass sie diesen Hundehaltern quasi die Tür öffnen kann und den Weg zeigen kann und ein Teil davon lässt sich inspirieren, den gleichen Weg zu gehen wie du.
Und das wäre so meine nächste Frage. Also was machst du heute bei uns im Team? Wie würdest du deine Arbeit einschätzen? Und wie ist das so entstanden, dass du quasi vom verzweifelten Hundehalter, der keinen Plan hat, hin zum strahlenden, also Leichtigkeit lebenden Teammitglied geworden bist und heute dein Hund mit dir einfach ein schönes Leben hat und du eigentlich genau da bist, wo ich behaupte, viele Hundehalter nämlich hinwollen. Also es ist ja unfassbar spannend, so ein bisschen diese, Ja. was du jetzt da quasi so, ne, machst, was das so heißt für jemanden, der jetzt noch nicht uns kennt. Ja, also es ist tatsächlich so, ich lebe heute komplett meinen Traum. Auf allen Ebenen habe ich darf ich meine Vision, meinen Traum und mein Leben in Leichtigkeit leben. Und das war nicht immer so, das sieht man auch noch in dem ersten Interview. Ja, da hatte ich das gerade so weit geschafft, aber das gezeichnet trifft es ganz gut. Da sieht man auch einfach noch an den Gesichtszügen auch ja mein ehemaligen Kampf und auch, dass es ja nicht die Sonnenseite des Lebens war, sagen wir, sollen wir es mal so sagen. Also das war schon ein Prozess, der sich super gelohnt hat. Und ja, das war kein leichter Weg, aber der wird auch hinten raus schwer und der Schwere später leicht. Und das kann ich wirklich jedem empfehlen, hinzuschauen bei sich und da wirklich ja, mit uns den Weg zu gehen. Und deine Frage eingangs ist ja genau, was mache ich heute im Team? Und ich mache genau das. Das heißt, ich habe also bei uns in der Akademie meinen Strahlen wiederentdeckt. Das kommt auch in dem ersten Interview schon raus. Ich strahle wieder und habe meinen Strahlen entdeckt und verhelfe heute Menschen, Hundehaltern dazu, eben genau ihr eigenes Licht, ihr Strahlen wiederzufinden, ihre Leichtigkeit zu finden und da komplett aufzubauen als Mindset-Coach. Das heißt, mein Hund hat es mir maximal einfach gemacht, durch sein Verhalten auch. Er war ja auch schon auffällig durch die Schmerzen, die er hatte, dass er um sich gebissen hat. Das heißt, er hat es mir leicht gemacht, auch bei mir hinzuschauen. Und dadurch habe ich dann Ausbildung gemacht als Mindset-Coach, Tierkommunikation und verhelfe heute genau dazu, nämlich zu erkennen, was es mit uns zu tun hat. Das hat es immer. Körper, Geist und Seele gehören immer zusammen. Wir können es nicht trennen. Und macht die Erstgespräche, das heißt die Kennenlerngespräche, um zu schauen, ob die Voraussetzungen passen, ob wir uns vorstellen können, heute gemeinsam zusammenzuarbeiten. Und weil das braucht auch klar Voraussetzungen, die Bereitschaft bei sich hinzuschauen, die Bereitschaft, Dinge zu verändern, eben genau die, die dazu geführt haben, dass der Hund sehr krank ist. Genau, jetzt lass uns Ja. nochmal kurz einsteigen, weil für den ahnungslosen, normalen Hundehalter da draußen, der kann sich weder unter einem Mindset-Coach beim Tierarzt noch unter einem Kennenlernen-Erstgespräch beim Online-Tierarzt was vorstellen. Fangen wir mal an mit dem Erstgespräch, weil wir arbeiten ja, das ist ja sozusagen auch Inhalt meiner, also ständiger Inhalt meiner Videos, wir arbeiten ja online in der Akademie für Hundegesundheit, was ja für den auch für dich damals wahrscheinlich schwer ist, sich vorzustellen, wie das überhaupt funktioniert. Sag mal kurz für dich, wie war es damals, als du zu uns kamst, dir einen Termin buchen solltest und wieso funktioniert online nicht nur trotzdem, sondern viel besser als das, Erst was recht. du vorher hattest? Also für mich, da ich gefühlt schon alles ausprobiert habe vorher und alles versucht hatte, hatte ich keine Frage, okay, das habe ich noch nicht versucht. So, für alle, die immer denken, sie haben schon alles versucht. Ein Online-Tierarzt habe ich vorher noch nicht ausprobiert, weil wir auch, du bist der Einzige. Von daher ist das erstmal der erste Punkt. Dann war mir ganz klar, das Ergebnis meines Hundes, also quasi ein schwerst kranker Hund, war erstmal mein Ergebnis. Das Ergebnis aus meinem Wissensstand, meinem Verhalten, meiner Emotionen. Und dann war klar, es braucht eine Veränderung. Und zwar auf allen Ebenen. Alles, was ich bis dahin gemacht habe, hat nicht funktioniert. Eben auch der Tierarzt vor Ort, der 2,5 Jahre zwar meinen Hund angefasst hat und gemessen hat, was das Zeug hält, aber halt eben mit dem Ergebnis, dass er krank ist. Und deswegen war mir klar, okay, das hat bisher nicht funktioniert, also scheint das nicht das zu sein, was es braucht. Ganz im Gegenteil, ich habe es ja eben schon erwähnt, Cruiser hat irgendwann um sich gebissen. Also er hat nicht mehr sich anfassen lassen, nicht mehr an die Ohren packen lassen und er hat um sich gebissen, auch er hat eine Spritze blöd verknüpft, die er gekriegt hat. Und danach, ja, gab es nur noch ein Feuerwerk der Gefühle, aber es war nur noch Stress und für ihn. Und von daher ist es genau eben der Punkt, dass es genau deshalb funktioniert, der Hund muss weder angefasst werden,
noch muss irgendwas gemessen werden, sondern das braucht es immer nur dann, wenn du etwas bekämpfen willst. Wenn du etwas suchst, dass du dann therapieren und bekämpfen kannst. Und wenn man das einmal versteht, dass es das gar nicht braucht, sondern wenn du Gesundheit aufbaust, der Körper genau das wieder reguliert, was ins Ungleichgewicht gekommen ist letztlich. Und das bei Gesundheit aufbauen gibt es nicht zu verkämpfen, sondern ganz bekämpfen, sondern ganz im Gegenteil, es zu verstehen und dem Körper zu helfen, dass er die Ventile nicht mehr braucht. Also man könnte auch sagen, dass unsere Erstgespräche dazu da sind, um einfach mal sich kennenzulernen und rauszufinden, ob jemand auch bereit ist, genau darauf sich einzulassen, was jetzt ein bisschen kryptisch noch klingt, auch immer vielleicht ein bisschen missverständlich oder unverständlich. Und dass diese Erstgespräche, also du führst diese Erstgespräche, weil du einfach genau weißt, was in so einem Hundehalter vorgeht, der jetzt quasi noch voll im Drama steckt, so wie du damals. Ja, einmal, das bewahre ich mir auch. Also dieses Gefühl, in diesem, wie ich mich gefühlt habe, als ich damals selbst angerufen habe, das bewahre ich mir. Und das ist auch sehr hilfreich, weil ich kann mich eben komplett reinversetzen und weiß auch, was es braucht, an Bereitschaft und an Commitment zur Veränderung. Und das finden wir gemeinsam heraus. Also jetzt derjenige, der anruft. Ja. Und ich im Telefonat finden das heraus, ob die Voraussetzungen passen, auch die Bereitschaft mitzugehen und das zu verändern. Und wenn das passt, weil wir, du sagst es immer so schön, wir können jedem Hund helfen. Da bin ich so 100% bei, nur nicht jedem Halter. Es muss schon die Bereitschaft sein, wirklich hinzuschauen, die Dinge zu verändern und das zu wollen. Also dieses Commitment, das zu wollen. Und erzähl mal, woran hapert es da, wenn wir dem Hund helfen könnten, was ja immer die schlimmsten Fälle sind, immer die, wo man dem Hund helfen kann. Also man weiß es, wir wissen es, aber der Halter sieht es halt nicht. Woran scheitert es da in den Fällen? Also ganz oft daran, dass sie sich nicht vorstellen können, dass es online funktioniert. Ja. Das, was wir eben angesprochen haben, das ist es ganz oft. Also falls das dein Problem ist, dann geh bitte auf die Webseite franzspitzer.de und liest dir sämtliche Bewertungen, die da auch überall verlinkt sind, in den Videos. Also dass es geht, ist hundertfach bewiesen. Okay, das nächste. Ja, genau. Was es auch ganz oft ist, ist das Geld. Und das ist ja letztlich, egal wie, kannst du das immer auf Vertrauen runterbrechen. Es ist am Ende immer das Vertrauen. Aber Geld ist ein häufiger Einwand einfach. Und da... Aber lass mal kurz beim Geld bleiben. Du hast ja damals, nur für alle, die es jetzt noch nicht wissen, du hast ja, wie viel, 20.000 Euro hast du jetzt zu Tierärzten geschafft, ne? Nur mit der MNT meiner ersten Hündin 20.000 Euro. Ja, genau. Und dann nochmal beim Cruiser wahrscheinlich auch nochmal 10, ne? Knappe, ja, 9.000, ja, knapp 10.000 Euro habe ich da auch nochmal investiert in 2,5 Jahren. Und das war nur, also bei der Emily waren es alles Operationen auch. Ganz viele Operationen gegen Krebs und Kreuzbandrisse, Gebärmutterentzündung. Es war mir nie bewusst, das ist so krass, nie bewusst, dass das alles zusammengehört. Ich habe das nie erfasst, das große Ganze. Ja, für mich, habe das in einem anderen Video mal gesagt, war sie immer kerngesund und dann kam der Krebs und das waren 20.000 Euro später. Und ich habe den Kampf gegen ihren eigenen Körper, den ich ja letztlich geführt habe, verloren. Und das Verrückte daran ist, wenn unser Hund operiert werden muss, geht fucking sofort wir. da. Geld sofort da, egal wie. Wir haben so viel Adrenalin, dass wir sofort, ich habe mir das immer geliehen oder ich habe das sofort organisiert und mir geliehen, obwohl ich es nicht hatte, weil da geht es ja gefühlt um Leben und Tod. Nur mit einer OP hast du keinen gesunden Hund danach. Du hast nur ein Symptom eliminiert und danach keinen gesunden Hund. Die Ursache ist da. Und das Ding ist, sobald du dem Körper dieses Ventil nimmst, muss er sofort das nächste öffnen. Das heißt, es ist sofort verlagert. Verlagert trifft es ganz gut. Und das ist so ein Fass ohne Boden. Ja. Genau, also das Geldargument lasse ich auch nicht mehr gelten. Also das Geld gibt jeder sowieso aus. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis was bei uns als Investition in Gesundheit einfach als Commitment quasi dazugehört. Diese Summe gibst du sowieso so aus bei Tierärzten, mit dem Unterschied, dass bei Tierärzten das ein Schrecken ohne Ende ist. Und bei uns immerhin, dass dann irgendwann besser ist und du seit 3 Jahren bei keinem Tierarzt mehr warst. Und außerdem natürlich ja auch, Geld kommt wieder. Aber das Leben von deinem Hund und die Zeit und die Lebenszeit hast du ja bei Emily schmerzhaft erfahren, die kommt eben nicht wieder. Und wenn der Hund weg ist oder gestorben, also wenn es dann nicht mehr zu retten ist, dann ist es nicht mehr zu retten. Insofern
Das Geld kommt wieder, aber Lebenszeit eben nicht. Okay, was sind noch die Einwände? Also was ganz häufig auch Einwand ist, ist der Partner. Ganz viele schieben es auch dann auf den Mann. Es kann auch sein, das ist ganz individuell. Nur da ist es auch ganz wichtig, die Lebensqualität, auch als Paar, leidet ja maximal unter dem Mitleiden mit dem Hund. Ja, bis hin, ich höre das ja tagtäglich, sie können nachts nicht mehr schlafen und auch das Mitleiden, alles das. Und da ist auch ganz oft der ja, Partnereinwand, dass sie nicht zusammen das machen. Und das ist nicht Bedingung. Also Minimum für uns ist, dass der Partner nicht dagegen ist. So, bis er darüber Bescheid weiß. Also ich erlebe auch ja, die ein oder andere Frau, die es gerne heimlich machen würde. Das ist nicht der Weg, da gehen wir nicht mit, da sind wir raus. Aber wichtig ist, dass er darüber Bescheid weiß und nicht dagegen ist. Und dann ist das gleiche Ergebnis, wie wenn sie jetzt, also man kann es auch komplett gemeinsam umsetzen, alles. Da ist dann alles offen. Also der Grund, warum die Männer nicht mitziehen, ist ja in der Regel Vertrauen, ne? Vielleicht hast du da nochmal ein Wort dazu, warum gerade Männer nicht das Vertrauen haben in uns, in diese Esoterik-Nummer, die wir hier machen, oder es ist es ja nicht, aber was so die Männer darüber sagen und denken, was dir da so entgegenschlägt im Kennenlerngespräch. Also für Männer ist es am Anfang einfach nicht greifbar. Einmal, wie kann es funktionieren und der Mehrwert vom Preis, das würde ich sagen. Esoterisch, wir sind gar nicht so esoterisch. Es ist alles später total pragmatisch und erklärbar und auch logisch. Deswegen sind Männer Ja. später unsere größten Fans, die so skeptisch, wie sie am Anfang sind, wenn sie sich für Vertrauen und nicht für die Angst entscheiden und für allein die Möglichkeit, dass es funktioniert, wenn die ist. Und nicht, dass die Überzeugung größer, dass es nicht funktionieren kann, dann sind sie später unsere größten Fans. Und das ist total spannend, weil es alles total erklärbar ist und sie später eben auch die gesamte Leichtigkeit, wie bei mir auch, sich aufs gesamte Leben, auf die Partnerschaft, auf den Beruf, auf alles niederschlägt. Das ist einfach ein komplett neues, ja, wirklich neues Leben, das sich offenbart, nämlich auch für sich selbst, weil das kann man nicht trennen, wenn der Hund gesund ist. Und die Geschenke, die darin liegen, zu erkennen, was es eben auch braucht und was es mit einem selbst zu tun hat, das ist ja auch total logisch erklärbar. Und das ist eben so spannend. Und dann sind Männer später unsere größten Fans. Die Hürde, sich für das Vertrauen zu entscheiden und die Hürde, zu uns zu kommen, die ist es. Und da ist ganz oft, viele sind auch vom Vertrauen her angeknackst von vorherigen jahrelang Tierarztgängen, von Hoffnung, die sie immer wieder geschöpft haben und viel Geld ausgegeben haben, so wie ich. Habe ja auch mit Cruiser nochmal 9.000 Euro ausgegeben. Und das hält auch viele dann dafür ab, und das finde ich ein Stück weit sogar tragisch, dass sie vorher unfassbar viel Geld ausgeben und dann das Vertrauen so angeknackst ist, dass sie den Weg und den Schritt nicht mehr gehen. Und wir wissen eben ja, das ist der Schritt, der zur Gesundheit und dazu führt. Aber es hat seinen Grund, warum es so ist. Soll dann so sein. Ja, deswegen, also es kann auch jeder ruhig noch die gehen ja immer noch vorher zum Ernährungsberater und zum Tierpraktiker, richtig? Das ist ja auch noch so Standard. Das ist Standard, aber ich war Du warst ja auch da. ja, und dann bist du quasi aus der chemischen Symptombehandlung, gehst du in die natürliche Symptombehandlung, und das wird genauso wenig zum Erfolg führen, weil Ernährung ist erstens nicht die alleinige Lösung, ja, zum Thema Ernährungsberater und Tierheilpraktiker, natürliche Symptombehandlung. Jetzt mal, gilt nicht für alle, ja, für viele, und so ging es mir eben auch vorher, ist auch nicht der Weg, weil du behebst die Ursache nicht und der Körper muss immer mehr ins Ungleichgewicht geraten. Und wenn du eben alles zusammenbringst, also wirklich von Ernährung über komplett den Körper aufzubauen, und zwar richtig in der richtigen Reihenfolge, gewusst wie individuell auf den Hund. Da reicht es sich nicht, irgendwas sich anzulesen. Ja, und das ist dann ganz oft gefährliches Halbwissen, und es bleibt beim Versuchen. Das heißt, man experimentiert und versucht mit seinem Hund herum. Und das ist alles nicht das, was zu nachhaltiger Gesundheit eben führt, sondern wirklich auf allen Ebenen alles verstehen, umsetzen und aufbauen. Ja, und das ist eben, durfte ich lernen, ja, der Weg, der wirklich funktioniert, wenn du wirklich alles richtig machst und das über einen gesamten Zeitraum, dann, egal wie aussichtslos das erscheint und an welchem Punkt der Hund ist, also ich meine, Cruiser war austherapierter Allergiker,
hatte eine Herzklappeninsuffizienz, eine beginnende und eine Lungenentzündung. Also es war für mich nicht vorstellbar, dass das funktionieren kann. Und alleine, und ich hatte nur die Hoffnung und die Vorstellungskraft, dass ich richtig bin. Und das hat gereicht, mich für Vertrauen zu entscheiden und nicht für die Angst, keine Begründung zu finden, warum ich das Geld nicht auftreiben kann, weil übrigens ich war auch blank. Ich hatte keinen Cent, musste mir das leihen. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ja. Krass. Ja, also deswegen, die Geschichte von Kruse und Nadja, die ist wirklich bemerkenswert. Achso, wir müssen jetzt noch den Kreis schließen mit dem Mindset-Coach. Was macht bei uns ein Mindset-Coach? Da bist du ja sozusagen auch reingewachsen über die Jahre in die Rolle. Ja. Was machst du da? Ja, So. und ich liebe das. Ich liebe, also überhaupt, ich liebe die Erstgespräche, ich liebe die Beratungsgespräche und auch die Mindset-Calls sehr, denn da, das ist auch ein Prozess, den wir mit den Teilnehmern einfach gemeinsam gehen, zu erkennen, habe ich ja eben gesagt, was es mit einem selbst zu tun hat. Ich bin heute super dankbar. Alles waren wirklich Geschenke von meinem Hund. Und da schauen wir genauer hin. Ich nenne das die unterste Karte ziehen der Überzeugung, die eben immer wieder, ich glaube, jeder Mensch kennt das, solche einen roten Faden in seinem Leben, was sich immer wiederholt. Und ein Drama, was letztlich sich immer wiederholt. Das kann von den unterschiedlichsten Überzeugungen sein. Das fühlt sich einfach nicht gut an. Und das fühlt sich einfach auch nicht glücklich an und nicht leicht. Und das lösen wir gemeinsam nach und nach, weil das ist auch immer das, was unsere Hunde uns spiegeln und für uns tragen. Das heißt, jeder kann sich das, glaube ich, ganz gut. Wenn man selbst sehr gestresst ist, dann merkt man das an seinem Hund. Das ist schon mal eine ganz leichte Erklärung. Wenn irgendwie, dann kann man das schon mal erkennen, dass das jetzt am Anfang greifbar ist. Später in der Zusammenarbeit, das sind ganz magische Momente, die da entstehen und wo die Teilnehmer dann wirklich sehen, okay, hier ist es nicht von der Hand zu weisen, ja, dass es der Hund gespiegelt hat. Und in dem Moment, wo wir das beim Menschen lösen und die Überzeugung und ein anderer Standpunkt für Glück und für ein leichtes Leben eingenommen wird und das nicht nur vom Verstand, sondern auch wirklich im Herzen und gefühlt wird, geht der Du sagst Knoten auf ja, Geld. auch immer, der Hund kann nichts spiegeln. Also der Hund spiegelt dir nur das, was du selber verdrängst, ne? Was du selber nicht sehen willst. Ja. Das ist ja auch nochmal spannend, ne? Also sagst du da nochmal einen Satz zu, dass es Ja. viele, wenn wir hören ja oft so, dass mein Hund ist stur, der macht es doch mit Absicht, mein Hund will mich ärgern. Der ganze Blödsinn. Es ist ja alles völliger, es ist ja alles nicht die Wahrheit, sondern es ist ja der eigene, ne? Wie würdest du das interpretieren? Das ist alles, alles das, was wir unterbewusst, wo wir nicht hinschauen wollen, was wir selbst gar nicht im Bewusstsein haben, also was uns gar nicht klar ist, dass es da ist, ganz oft. Das ist ja dann auch mein Job, das ins Bewusstsein zu holen. Und in dem Moment kann man es aktiv verändern und dann braucht es der Hund nicht mehr spiegeln. Das heißt, wir sind bei uns selbst eh betriebsblind. Und da braucht es jemanden, der mit drauf guckt. Und genau alles das, was wir wirklich irgendwo verdrängen, wo wir sagen, ist abgehakt, habe ich bearbeitet, das ist so der Klassiker, alles ist gut. Das ist alles das, was die Hunde spiegeln und tragen ein Stück weit. Und da entlasten wir den Hund als Symptomträger letztlich in dem Moment, ja, wo wir das lösen. Und es reicht allein schon in dem Moment, wo es klar ist und im Bewusstsein ist. Und einen Tag nach dem Mindset-Call geht der Hund in Heilung. Das ist total spannend. Und deswegen, ich liebe das. Ich liebe auch diese Momente der Verbundenheit, die einfach da entstehen. Ganz, ganz liebevolle Momente und auch da entsteht auch im Rahmen der Zusammenarbeit eine ganz andere Verbundenheit zu seinem Hund. Das ist auch ganz spannend. Also das kann ich ja aus eigener Erfahrung super sagen. Ich habe ja gesagt, eingangs Kruse hat um sich gebissen und heute führen wir ein normales Leben miteinander und auch eine ganz innige Verbindung. Und das ist möglich, weil letztlich, das hast du mir auch noch mal klar gemacht, das, was 2,5 Jahre Tierarzt und Heilpraktiker nicht geschafft haben, habe letztlich ich, deine Hilfe und die Hilfe des Teams, aber letztlich ich geschafft. Und das gibt ein ganz anderes Selbstbewusstsein, eine ganz andere Selbstliebe, so einen inneren Frieden und eben auch eine Verbundenheit zu seinem Hund. Und das ist ja das, was man will, immer. Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, die Nummer eins Wunsch ist ja immer, mein Hund soll nicht leiden, mein Hund soll es gut gehen, ich möchte ihn besser verstehen, mein Hund kann mir nicht sagen, was ihm fehlt, ich wünsche mir ein besseres Verhältnis und so weiter und so fort. Und all genau das kriegt man ja nur, wenn man sozusagen den Hund aus dieser Rolle entlässt und ihn einfach Hund sein lässt. Und der gut, der gehört da so viel dazu. Also
ich merke immer mehr in diesen Interviews, so, es ist halt schwer, 3 Jahre, fast jetzt mehr als 3 Jahre Zusammenarbeit jetzt in so ein 30-Minuten-Video zu quetschen. Aber also ich kann einfach jedem Hundehalter, der es jetzt hier sieht, sagen, wer seinem Hund einen Gefallen tun will, wer sich selber einen Gefallen tun will, wer mehr Leichtigkeit in seinem Leben will, wer verstehen will, was der logische Sinn und die biologische Sinnhaftigkeit hinter so ziemlich allen Symptomen ist, die der Hund gerade so hat, der sollte sicherlich mal drüber nachdenken, sich bei uns zu melden, weil da können wir mit Sicherheit helfen. Und was da eben noch mit dran hängt, wie gesagt, eine belastete Beziehung, irgendwelche Kindheitstraumata, die da seit Jahrzehnten mit sich rumgeschleppt werden. Und all das kommt quasi ans Tageslicht durch die Beschwerden des Hundes. Und man kann seinem Tier und sich selber einen riesengroßen Gefallen tun, wenn man diesen Rucksack erstmal sich bewusst macht, okay, ich trage diesen Rucksack. Ich lasse mein Tier vollstopfen mit Medikamenten, weil ich eigentlich Angst habe, selber die Sache in die Hand zu nehmen. Ist ja auch völlig okay, geht fast jedem so. Und ich kann es aber einfach sein lassen, mir das Wissen aneignen und mein Leben in Gesundheit und Leichtigkeit leben. Ne, kann man das so sagen? Kann man genauso sagen. Und wenn jemand fragt, so in einem Satz, was wir machen, und das finde ich einfach genauso treffend, wir bringen letztlich allen Hundehaltern, egal ob das auch bitte alle die, die noch einen gesunden Hund haben oder einen gesunden Hund haben und wollen, dass es so bleibt und dass er gesund altert, weil der Tod gehört zum Leben dazu, den können wir alle nicht aufhalten. Aber das Leben bis dahin und wir dürfen gesund altern, ja, und irgendwann auch unsere Hunde dürfen irgendwann gesund altern, einschlafen. So, das ist ja das, was wir uns wünschen, einfach, dass sie ein schönes, leichtes und schmerzfreies Leben haben und ein gesundes. Und das ist das, was wir machen. Wir bringen Menschen bei, dass sie in der Lage sind, ihrem Hund ein gesundes Leben, gesundes Aufwachsen, Leben und Altern zu ermöglichen und das, was es auf allen Ebenen braucht. Und ich finde, ich persönlich finde, wir haben einfach die Verantwortung, unseren Hunden gegenüber, ihnen genau das zu ermöglichen, ein gesundes, langes Leben. So, und dann hat jeder freie Wahl, das zu entscheiden für sich, was er einfach will. Und der Weg lohnt sich. Und alle, die wir auch begleiten, auch die wir, also ich sehe ja immer alle bei den ersten Gesprächen und dann, wenn wir sie verabschieden bei uns im Sonntagscall zum Beispiel. Das ist fantastisch. Ich wünsche mir manchmal vorher, nachher Bilder von den Teilnehmern. Nicht nur von den Hunden, die schon krass sind, weil das einfach Wahnsinn ist, wie glücklich und strahlend sie gehen. Und am Anfang habe ich sie ja begleitet, wie sie ja komplett voller Leid bei uns angefangen haben, ja, völlig verzweifelt. Und dann einfach strahlend gehen, sich bedanken und glücklich sind, dass sie jetzt einfach mit ihrem Hund ins gesunde Leben starten. Und Ja. das unabhängig und das ist stark. Ja, es gibt dem nichts hinzuzufügen. Wie gesagt, wir könnten da noch ewig weiterreden. Ja, ich bin wirklich froh, dass Nadja den Weg zu uns gefunden hat. Ich kann jedem Hundehalter, der ist eigentlich fast egal, welche Symptome, es sind eigentlich mal dieselben: Allergie, eine Ohrenentzündung, Analdrüsen, Magen-Darm, Bauchspeicheldrüse, Leber, Nieren, bis hin zu Epilepsie, Krebs. Wir können eigentlich jedem Hund helfen. Die Frage ist, ob du es für dich für möglich halten kannst. Und wenn du das kannst, dann melde dich gerne bei uns. Gehst auf franzspitzer.de, buchst den Termin für ein kostenloses, unverbindliches Erst-Kennenlerngespräch, wo du dann vermutlich Nadja am Telefon hast. Und dann machen wir mal, gucken wir mal, wie es da aussieht bei dir und ob wir dir helfen können. Freue Genau. ich mich sehr. Und jetzt zum Abschluss, wir gucken mal gerade, Cruiser schläft, aber vielleicht. Cruiser? Hallo, mal da. Hast du geschlafen? Sieht man ihn? Ja, So sieht man er ihn. sieht auch ein bisschen verknittert aus. Er ist ein bisschen verknittert und verpennt, aber kerngesund. Um dich geht's. Also er hat wahnsinnige Geschenke damit gemacht. Genau. So, ich sehe jetzt gerade die Verbindung ein bisschen schlecht. Aber wir haben ja alles gesagt. Genau. Wer Hilfe braucht, kann sich gerne melden. Und ja, dann sehen wir mal, wie wir da weiterhelfen können. Das war's von uns und Okay. dann bis zum nächsten Video.